Tja. Ich kann jetzt einfach nur mal vermuten, ich sag einfach mal, im 35. spätestens im 35. Abschnitt ist der Endboss. Hoffe ich mal. Aber selbst dann hätten wir eigentlich noch ziemlich viel vor uns. Dabei haben mir eigentlich viele Leute geschrieben, ja, du bist ja fast fertig. Naja. Was mich richtig aufregt, ist, dass es jetzt schon wieder anfängt zu laggen, da ich ja eigentlich heute durchspielen wollte. Aber es scheint wieder zu gehen. Zumindest... Oh, da geht's runter. Einigermaßen. Na, ha. Die wollte ich mir jetzt nicht nur antun. Von den Gegnern haben wir ja echt genug gesehen. Und da kommt ja anscheinend noch was. Ja. Als Vorbereitung könnte man eventuell noch ein bisschen leveln, aber ich will ja auch den Endboss nicht so machen wie zum Beispiel den Boss vorher. Diese Frau. Also nee, das ist glaube ich schon zwei Bosse zurück. Die war ja doch etwas zu einfach. So, wir alles beschwören. Und schon kann es weitergehen. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass man, wenn man nicht genau auf den Boden klickt beim Zaubern, dass dann Zauber auch mal in einer anderen Ebene aufhört, also oder explodiert. Gerade beim Meteor sieht man das sehr oft. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Man sollte eigentlich beim Programmieren erkennen können, wo jetzt Boden ist, wo was explodieren kann und wo nicht. Oh, hier geht's aber echt ganz schön ab. Wir müssen mal die Beschwörer töten. Die sind ja sicherlich ein Stück weiter hinten. Das wird wohl gar nichts mit dem tränkesparenden Kampfstil hier. Wow, da hinten ist glaube ich noch ein Boss. Boah, wahnsinniger Rückstoß von meinem Pet. Nee, das waren Feuerelementar. Au! Doch, da ist der Boss. Haha. Ich habe doch den Schein gesehen. Den Feuerelementar sollte ich eventuell nicht mit Meteor versuchen zu killen. Und hier halte ich einfach drauf mit den Stäben. Wer macht mehr Schaden? Du oder ich? Uah, du. Nee, nicht wirklich. So. Gut. Na, okay. Sind die Golems schon wieder tot? Die sterben ja echt zu schnell. Oh. Wahnsinn. Ansturm ist, glaube ich, so die Hassfertigkeit überhaupt bei mir in dem Spiel. Wow. Gut, dass ich noch ein Schild hatte. Allgemein, das zieht immer so viel ab gleich. Boah, schon wieder. Zack, Boom, Schild weg. Kann ja gar nicht sein hier. Und was ich noch ein bisschen, also ich komme, ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen zum Resümee zum Spiel. Was ich noch ein bisschen schlecht finde, ich habe ja viel Gutes gesagt, da muss man auch mal was Schlechtes sagen, das Fertigkeitensystem. Zur Erklärung, warum. Ich gehe mal auf Skills und dann zum Beispiel auf Ember Strike, der stärksten Fähigkeit des Alchemisten. So, wenn ich hier einen Punkt weiter rein mache, dann erhöht sich der Schaden um nicht spürbare 24. Knapp, ich habe jetzt nur den Maximalschaden genommen. Vielleicht auch mehr, ist egal. Aber anstatt zum Beispiel Weapon Damage auf 30 anzuheben, heben sie nur ein ganz bisschen Schaden an. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und da hätte man sich echt was Besseres überlegen können. Außerdem ist man zu früh schon bei den besten Fähigkeiten. Man sollte eigentlich erst jetzt so im Bereich, ich sag mal 35, 30 sollten die letzten Fähigkeiten liegen, nicht 25, das ist zu früh.
man sollte sich richtig auf die Endfähigkeiten freuen und eventuell sollten die Fähigkeiten auch zusammenspielen. Dass man wirklich, zum Beispiel, wenn man die Ember Strike skillt, dass dann die anderen Fähigkeiten auch in irgendeiner Weise stärker werden, vielleicht mehr Flächenschaden bekommen oder was auch immer. Das macht es dann einfach viel sinnvoller, seine Hauptfähigkeit zu verbessern, beziehungsweise nicht. Wie kommt man? Das ist ja cool. Und da unten ist die Möglichkeit zu fischen. Da will ich aber noch mal hin. Oh fuck. Ja. Ich habe nur Gegner gesehen, die anstürmen wollten und ah. Na. Fischen wir mal. Es gibt ja noch Fische, die permanent wirken, die habe ich ja noch gar nicht gefangen. Also die mein Tier permanent in irgendwas anderes verwandeln. Tunnel Shark kennen wir schon. Ich fische jetzt dreimal, dann wird es auch nicht zu viel. Offscreen will ich jetzt eigentlich nicht, habe ich gerade keine Lust drauf. Ich sag mal dreimal erfolgreich, das war jetzt gerade doof. Ja, ich habe nichts gefangen. Ich finde es immer lustig, wie wir sind nochmal 10 Minuten lang die Angelschnur anstarrt, obwohl da nichts dran ist. Na, was ist es? Ice Angel. Nein, kein Ice Elementar. Komm mal, irgendwas ganz Tolles. Na, habe ich Glück? Webfisch, hey! Nee, eigentlich nicht. Hier, 120 Sekunden, 120 Sekunden, 120 Sekunden. Das ist nicht das, was ich wollte. Na gut. Kann man nichts machen. So. Und hier geht's weiter. Haha, critical, critical, critical. Macht man nur noch critical. Oh, ein Händler. Hier mittendrin im Herzen. Eigentlich der Erde schon wieder. Wir sind ja nur nach unten gegangen. Wir sind ja schon ziemlich tief. Oh, und ich kann Grand Health Potion kaufen. Aber die finde ich anscheinend auch. Ich habe eine gefunden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein Stab, der mich interessiert. Außerdem frage ich mich, warum hier so wenig Zeug drauf ist. Ich glaube, ich muss nochmal zurück und meinen Stab verzaubern. Elemental Protection, Flaming Sword, Cracked Skull, nö. Naja, jetzt weiß ich, dass ich hier nochmal zurückkommen kann, wenn ich Grand Health Potions brauche. So. Aber die benutze ich erst beim Endkampf. So. Ah ja, genau. Ab jetzt geben die Gegner auch die richtigen starken Tränke. Das finde ich gut. Hier sind noch Fledermäuse. Ich finde es auch cool, dass wir mit dem Stab, mit den Stäben eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Dass ein Magier nicht nur von seiner Mana abhängig ist. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Hat ein Magier kein Mana mehr, ist er hilflos. Das ist hier nicht so. Ich meine, wir sind ja auch nicht direkt Magier, aber schon in diese Klasse gehören wir eigentlich rein. Zauberer, Beschwörer, was auch immer, Techniker. Vielleicht nicht so, obwohl ich es am Anfang gedacht habe. Das Eiche müsste noch ein bisschen was mit Technik oder Tränke herstellen oder sowas zu tun hat, aber das ist ja leider nicht darauf bezogen worden. Immerhin hat sich aus der früheren Alchemie die heutige Chemie abgeleitet. Naja. Auf jeden Fall kriegt man hier schön viele Tränke und das ist gut. Wenn meine Vermutung richtig ist, haben wir noch diesen Abschnitt hier und den nächsten und dann sind wir schon fertig. Na schon, das, immerhin wird das ein wahrscheinlich über 100 Folgen LP. Glaube ich einfach mal. Auch kritischer Schlag und nur 600 Schaden. Ist ja klar, beim Feuerelementar. Oh, ging ja schnell. Mist. Okay, 1060 Gold. Boah, das war mir zu schnell.
Oh, und da liegt noch eine Grand Mana Potion.